Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute Sonntag, es ist schönes Wetter und ich hatte heute meinen absoluten Putzwimmel. Ich habe in der Küche angefangen und habe die wirklich von oben bis unten grundgereinigt und habe dann auch wirklich hier so im Wohnzimmer, Essbereich angefangen, Toilette und alles sauber gemacht. Und ich dachte mir, hey, wenn jetzt alles schon so perfekt clean ist, dann kann ich doch mal schnell die Roomtour drehen. Meine Männer und meine Schwester sind nämlich gerade unterwegs. Die sind auf Feldern bzw. wollten auch in den Wald gehen. Genau, und jetzt, wo noch nicht alles durcheinander ist von den Kindern, dachte ich mir, ja, ich drehe jetzt mal eine Runde für euch ab. Und zwar jetzt einmal das komplette Erdgeschoss. Genau, darauf haben schon ganz, ganz viele von euch gewartet. Ich werde euch auch ein paar Küchenschränke zeigen oder beziehungsweise die Inhalte, weil da auch immer wieder Geschirr war, was ich bestellt habe in Vergangenheit, wo da auch immer wieder nachgefragt wurde. Deswegen, ihr werdet alles in der Infobox finden, es sei denn, es gibt es nicht mehr. Aber ich werde euch dann sagen, woher ich das zumindest habe. Genau. Ja, ich würde sagen, let's go, wir starten an der Eingangstür. Noch eine kurze Info für alle, die mich nicht irgendwie in meinen Daily Vlogs verfolgen, mich überhaupt nicht kennen. Ich bin zweifach Mama, unser Jüngster wird jetzt Ende des Monats 4 Monate alt und der Ältere ist jetzt 2 Jahre alt geworden, Anfang Januar. Wir wohnen hier in einem Reihenhaus und dieses Reihenhaus ist zweistöckig und wir haben hier knapp 160 Quadratmeter ungefähr. Und dann haben wir noch draußen Terrasse und Garten. Das ist allerdings noch gar nicht fertig. Ich kann euch ja gleich mal einen kleinen Einblick zeigen. Das wird jetzt alles im Frühling, Sommer gemacht. Wobei bei der aktuellen Situation kann es natürlich sein, dass es nicht passieren wird und vielleicht sogar auf nächstes Jahr verschoben wird. Wir wissen es nicht, aber draußen haben wir zusammen nochmal, also unser Bereich ist ungefähr 50 Quadratmeter. Wir haben aber nebendran im nächsten Reihenhaus, neben uns wohnt nämlich meine Schwester und wir haben den Garten- und Terrassenbereich zusammengelegt. Somit haben wir draußen gerade 100 Quadratmeter. Genau, das sind die Eckdaten und ihr seht schon hinter mir ist die Eingangstür, es ist hier einmal ein komplett offener Bereich. Ich würde sagen, ich schwenke euch einmal rum, dass ihr so einen Eindruck bekommt und dann würde ich sagen, wir gehen auf die Einzelheiten dann ein. So, das hier ist einmal die Eingangstür, der Eingangsbereich, der Miniflur sozusagen. Wir haben hier einmal eine kleine Kammer. Ja, da kann man im Prinzip machen, was man möchte, aber wir haben es im Prinzip so als kleine Kleiderkammer gemacht. Also oben so ein paar Sachen, die wir eigentlich nie so wirklich brauchen. Ein paar von unseren Jacken. Unser Staubsauger hängt hier oder hier auch so ein paar Putzutensilien. Ja, die Schuhe, momentan ein bisschen durcheinander, eine leere Pfandflasche, super. Und dann nochmal hier unser Putzeimer, genau. Diese Ablage und diese Aufhängung ist beides vom IKEA. Genau. So, dann geht es hier weiter. Da ist hier so eine kleine Nische. Da bin ich einmal in meinem heutigen Putzoutfit. Das ist ein riesengroßer Spiegel. Der ist vom IKEA. Der ist wirklich mega. Und hier nebendran haben wir dann einmal eine kleine Toilette. Da habe ich direkt schon mal Licht angemacht, damit ihr alles sehen könnt. So sieht unsere kleine Gästetoilette aus. Klein, aber fein. Ja, ich glaube, hier muss ich gar nicht großartig was sagen. Der kleine Teppich hier ist von Joop, das ist der gleiche, den wir auch oben haben. Wir haben hier immer so einen kleinen Hocker. Der ist dafür da, dass der Lias, wenn wir reinkommen, einmal seine Hände waschen kann. Genau, dann habe ich hier noch so einen kleinen runden Spiegel dran gemacht. Der ist vom Action. Genau, dann ja, Sacrotan, Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel momentan leider, ja, muss. Dann haben wir hier einen kleinen Duftspray. Dann habe ich hier einmal die Grace Flower hingestellt. Das sind ja diese Blumen, die irgendwie 3-4 Jahre halten. Dann dieses schöne Teil habe ich einmal beim Primark gefunden. Richtig, richtig schön. Auch mit der Kunstpflanze, alles so, wie es eben gewesen ist. Nur diese kleine Aufhängung hier, die habe ich beim Teddy gefunden. Genau. Und diese zwei Sachen hier, einmal Kerze und Duftstäbchen, sind von Ava and May. Genau, ansonsten gibt es hier eigentlich gar nicht großartig was zu sagen. Dieses Ding hier ist von Amazon, der Mülleimer auch und hier das auch von Amazon. Jetzt mache ich euch mal einmal einen Umschwenker. Also wenn man hier praktisch reinkommt, hat man einmal diese Tür, dann den Spiegel, die Gästetoilette und dann hier diesen offenen Bereich. So sieht es aus. Einmal die Küche, Essbereich und Wohnbereich. Ja, da gehen wir jetzt mal nach und nach drauf ein. Also hier als allererstes diese kleine, ja, Kommode, Sideboard, wie auch immer man es nennen möchte.
Das ist von Wayfair. Ich liebe es. Diese Marmoroptik in Schwarz gefällt mir richtig, richtig gut. Wie gesagt, alles in der Infobox verlinkt. Dann dieses kleine Tablett hier habe ich mal bei Amazon Home gefunden. Die Kerze seht ihr, Yankee Candle, und die ist von Primark. Und diese Desinfektionstücher haben wir momentan immer hier rumliegen. Ja, immer mal, wenn man es braucht, vielleicht auch für Handys und Co. Genau, das ist sozusagen der noch Flurbereich. Und oben drüber haben wir eine sehr, sehr große Uhr. Die scheint jetzt viel, viel kleiner auf der Kamera, aber die ist wirklich mega, mega groß. Also ungefähr zweimal so groß wie mein Kopf. Die habe ich auch beim Action gefunden. Ein richtig schönes Schmuckstück mit der Landkarte oder mit der Weltkarte. Gefällt uns auch richtig, richtig gut. Ja, und dann bin ich hier auch schon in der Küche. Ich drehe mich einmal um. Wir haben hier übrigens einmal Dunkelfliesen und dann in den Wohn- und Essbereich haben wir helle Fliesen gewählt. Ja, und hier sind einmal direkt die Absperrungen für die Kids, ja, weil der Lias hat irgendwann angefangen, alles Mögliche aufzumachen, und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Auch die werde ich euch mal in die Infobox verlinken, und auch diese Eckteile hier, das ist nämlich einfach nur mega praktisch, damit, da hat man nämlich echt eine Zeit lang Probleme, hier was zu finden. Ja, das ist unsere Küche, einmal hier unsere Kochinsel bzw. Abzugshaube. Ich schwenke euch einmal so rum, dass ihr die Küche einmal von da seht. Genau, die Küche haben wir bei XXL Manmobilia uns selber zusammengestellt nach unseren Wünschen. Und die Küche ist von, ich vergesse es immer, Nolte, glaube ich. Ja, von Nolte. Ich musste gerade selber mal schauen. Ich gehe jetzt noch einmal hier rum, dass ihr das einmal vom Weiten gesehen habt. So sieht das Ganze aus. Und wir können jetzt gerne mal drauf eingehen, auf die Einzelheiten. Also wir haben hier einmal eine große Kochinsel. Da haben wir hier auch einmal noch Schränke. Die sind wirklich sehr, sehr groß. Da passt jede Menge rein. Das ist mega. Dann haben wir hier eine Kochplatte, logischerweise. Eine sehr, sehr große. Ich glaube, die ist 90 cm lang. Also die ist wirklich mega groß. Und diese Abdeckplatten haben wir bei Amazon gefunden. Also auch richtig, richtig schön. Dann hier in diesem Bereich, ich glaube, dazu muss ich nicht sagen, KitchenAid, einfach eine Küchenmaschine. Dann haben wir hier immer unsere Babyphones zum Laden oder unsere Handys, beziehungsweise auch hier so ein Duftstecker, der ist übrigens mega. Dann habe ich hier nochmal eine Marmorplatte, das ist tatsächlich echtes Marmor, das ist auch richtig, richtig schwer. Diese Platte habe ich mal bei Amazon Home gefunden, bei H&M Home so rumgefunden. Und diese Schale habe ich mal bei Aldi gefunden, auch richtig genial. Nicht, dass ihr denkt, das ist unsere einzige Obstquelle. Die meisten Sachen sind tatsächlich im Kühlschrank. Sieht ein bisschen armselig gerade aus, aber ja. Ja, dann haben wir hier immer so unseren Bereich für die Kids, also mit der Milchnahrung, den Flaschen und so weiter. Ja, und nebendran eine schwarze Spüle, auch relativ außergewöhnlich. Die meisten haben ja eher helle Spülen. Wir hatten auch eher am Anfang was Weißes drinne gehabt, haben uns dann aber umentschieden und wollten einfach was anderes haben und etwas, was auch trotzdem pflegeleicht ist. Und haben uns hier für so eine schwarze Spüle entschieden und sind sehr, sehr zufrieden damit. Also man hat keine Probleme großartig mit Flecken oder irgendwas. Die ist wirklich sehr, sehr pflegeleicht. Und hier auch so ein Wasserhahn, wo man eben alles rausziehen kann. Das wollte ich auch unbedingt haben. Das hatte ich sogar in meiner alten Wohnung auch schon gehabt. Ja, Hände waschen, ganz wichtig, hier unser Sacrotan, ansonsten unsere Froschprodukte für Kindersachen bzw. unsere Spülsachen, auch hier alles Mögliche. Ja, Messerblock, Toaster, Wasserkocher, alles drei von WMF. Ja, Küchenrolle und unsere Kaffeemaschine. Das geliebte Schätzchen von meinem Mann. Ohne geht überhaupt gar nichts mehr. Ja, das ist das, was wir eben immer so draußen haben. Das sind die Sachen, die wir auch tatsächlich jeden Tag benutzen. Deswegen stehen die hier alle draußen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal an die oberen Schränke. Da wurde ich nämlich immer mal wieder gefragt. Ich muss jetzt nur mal schauen, was euch da überhaupt interessieren könnte. Ich glaube, hier ist jetzt gar nicht so interessant, aber hier haben wir eben unsere Kaffeebecher, Latte Macchiato Becher und dann oben so eher die Sachen, die man nicht so häufig braucht. Ja, diese Abteilung hier, die oberen, ist jetzt nicht so interessant, aber hier sind unsere Gläser und unsere Tassen. Da wurde ich immer wieder nachgefragt. Die sind nämlich wunderschön. Ich liebe die. Die habe ich auch bei Amazon bestellt. Werde ich euch auch verlinken, genauso wie diese Gläser. Die sind auch von Amazon. Und das, was auf jeden Fall viele interessiert hatte, ich mache beides mal auf, waren diese Teller bzw.
Ich habe kleine Schüsseln, große Schüsseln, tiefe Teller, dann hier diese normalen Essteller, also die flachen Teller, groß und klein. Und zwar in einer Marmoroptik. Genau, ich habe die einmal in einer Marmoroptik bestellt und einmal ganz normal weiß. Genau, und ja, einfach mal in einem anderen Design, nicht komplett eckig, aber auch nicht rund, also so ein schönes geschwungenes Muster. Und das hatte tatsächlich sehr, sehr, sehr viele interessiert. Das findet ihr jetzt dann eben in der Infobox. Ich zeige euch nochmal die tiefen Teller, so sieht es eben aus. Genau, ja, ansonsten ganz, ganz, ganz viele Schüsseln. Und hier haben wir eigentlich nur noch ein bisschen was für die Kids. Und dann diese Platten gehören auch eben zu den Tellern. Das sind dann so schön geschwungene, lange Platten in groß und klein. Genau, das war jetzt eigentlich so diese oberen Schränke. Jetzt haben wir hier noch so einen Eckschrank mit Krimskrams drin. Ich mache hier direkt mal mit den unteren Sachen weiter. Also wir haben hier einmal einen Gewürzschrank. Dann diese Schublade, da ist eher so ja, zum Kochen, was man eben so braucht. Dann haben wir hier einmal Töpfe und unten sind Pfannen, genau. Hier haben wir dann nochmal so ein bisschen, ja, seht ihr ja, so Küchentücher und was man halt eben so braucht. Dann hier habe ich auch nochmal so ein paar Sachen, die ja zum Kochen eben sind. Hier habe ich eben so meine Daily-Sachen, die ich immer esse, trinke. Hier sind meine ganzen Fitvia-Tees. Genau. Dann haben wir hier unseren Mülleimer. Ich glaube, es ist nicht super interessant. Dann unsere Spülmaschine. Und hier haben wir dann nochmal so ein, ja, eine breitere Schubladenfront. Da haben wir hier sozusagen unser ganz normales Besteck drin, was wir immer so normal zum Essen benutzen. Dann haben wir hier eine Vorratsschublade mit allem Möglichen. Und hier unten habe ich dann hier sind die Katzensachen eben direkt hier nebendran. Dann so ein bisschen Kaffee und ein bisschen Tupperware. Genau. Ja, dann habt ihr schon gesehen, die Katzenecke. Dann haben wir hier unser Rollo. Das habe ich auch über Amazon, kann ich euch auch gerne verlinken. Dann haben wir hier immer unseren Terminkalender. Da stehen alle Arztbesuche und generell, wenn irgendwie was ansteht, steht da alles drin. Hier ist unser kleiner Glücksbringer von Silvester noch. Und hier haben wir dann eben noch diese Front. Wir haben hier einmal einen ganz großen Vorratsschrank. Da sieht es so aus. Unten haben wir ein paar Getränke. Aber die meisten haben wir oben, da füllen wir eigentlich immer nur nach. Dann haben wir Milch, unseren Mixer, der Samo wird den bald benutzen, meine Fitvia-Flaschen. Dann hier ist auch so Brot und einfach so ein bisschen was zu essen. Unsere Cornflakes-Abteilung, meine Backabteilung. Und oben sind auch nochmal so Backsachen eigentlich oder irgendwie, keine Ahnung, da ist zum Beispiel unser Raclette, solche Geschichten. Genau, und dann haben wir hier oben nochmal einen Schrank, der ist voller Getränke, alkoholische Getränke, solche Geschichten. Dann haben wir hier einmal unsere Mikrowelle und unseren Backofen. Beides ist von Bosch und beides ist so über Touch und so weiter bedienbar. Den habe ich hier gerade einmal selbst reinigen lassen, deswegen der kühlt gerade noch ab. Und dann haben wir hier einmal unseren XXL-Kühlschrank von Haier. Das war auch immer so ein Traum von mir, so einen großen Kühlschrank zu haben. Hier haben wir einmal, ich kann es euch gar nicht zeigen, weil das Ding ist komplett voll, also wirklich komplett voll, mit Kühlprodukten, hier auch Eis und solche Geschichten. Hier haben wir einmal einen Wasserspender und in unserem Kühlschrank, kann ich euch gerne zeigen, sieht es aktuell so aus. Ja, voll auf jeden Fall. Unser Auflauf noch von gestern, darauf freue ich mich, den gleich zu essen. Ja, und hier seht ihr ja zum Beispiel Erdbeeren, da sind auch noch Trauben und so weiter. Das ist auch jede Menge. Ich liebe das einfach gerne gekühlt zu haben, deswegen steht draußen meistens nicht allzu viel. Genau, ja, das ist unser Kühlschrank. Auch den hatte ich über Amazon bestellt. Wenn es den noch gibt, dann kann ich ihn auch gerne in die Infobox verlinken. Ja, und wenn wir hier aus der Küche wieder rauskommen oder generell, wenn ich hier am Kochen bin, ich liebe es einfach, dann den Blick auf meine Family zu haben, was die gerade machen, anstellen. Also ich mag es einfach, diese offenen Küchen zu haben. Ja, wir haben hier einmal unser Treppenhaus. Hier geht es einmal hoch und da ist dann auch eben auch wieder ein Schutz für die Kids. Und ich dachte mir, unter den Treppen, es gibt eigentlich nichts Besseres, als da einfach mal eine schöne Kinderecke einzurichten.
ja, einfach ein Teppich, dann nochmal eine schöne Decke, dass es ein bisschen gemütlicher ist. Im kompletten Erdgeschoss ist aber auf jeden Fall auch Fußbodenheizung. Da haben wir unsere Küche hier, beziehungsweise die von Lias, die ist vom Lidl Online-Shop übrigens. Und dann ja hier jede Menge Spielzeuge. Alles Mögliche ist mit dabei. Ja, und dann sind wir hier in unserem Essbereich. Ach übrigens, ich muss gerade nochmal drauf eingehen. Wir haben hier einmal diese Lampe. Die schaut so aus. Naja, wenn die an ist, sieht man das leider nicht in der Kamera. Aber die glitzert und funkelt richtig schön. Genauso wie diese hier. Genau wie die Lampe im Flur. Genau. Und ich mache jetzt mal noch die anderen zwei Lampen an. Also hier sind zum Beispiel so jede Menge kleine Steinchen drin, die ist so, 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 so schön. Und man kann hier oben drauf rumtatschen, also die einmal komplett ausmachen oder eben verschiedene Stufen einstellen. Also ganz hell bis ins total gelbliche. Also ich mag es immer so auf der ersten, zweiten Stufe, dass es nicht zu grell ist. Genau, die Lampen sind alle komplett von XXL Mann Mobilia. Ja, und hier haben wir einmal unseren schönen großen Esstisch und ich liebe ihn tatsächlich nach wie vor immer noch. Der und auch die Stühle sind beide von Amazon. Da wurde ich so oft nachgefragt. Ich werde euch beide in die Infobox verlinken. Es ist so ein Samtmaterial. Die Füße sind einmal in schwarz. Achso, den Tisch kann ich euch nochmal zeigen. So sieht er von unten aus. Der ist 1,80 Meter. Und den kann man ausziehen auf 2,80 Meter. Das ist natürlich auf jeden Fall richtig gut, gerade wenn wir ja große Familienfeier auch in der Vergangenheit hatten, hat sich das immer als sehr praktisch bewiesen. Genau, und hier habe ich so eine kleine ja, Deko eigentlich immer auf dem Tisch. Diese Vase ist von Leonardo, habe ich bei XXL Mann Mobilia gefunden. Dann diese drei Schätze, die sehen einfach so schön aus, gibt es bei der Pocodomene. Und dieses Tablett hier mit dem Spiegel finde ich auch richtig schön, gerade wenn da so die Deko sich widerspiegelt, finde ich richtig hübsch, habe ich beim Action gefunden. Und diesen Tischläufer hier, der ist vom Teddy. Genau. Dann haben wir hier unsere zwei Hochstühle, einmal für den größeren, dann für den kleineren. Das steht auch oft hier im Wohnzimmer in der Ecke, also nicht immer dort. Dann haben wir hier einmal den Kratzbaum, der wird eigentlich tatsächlich nur zum Schlafen benutzt. Die Miami, ich mal gucken, liegt die drinne? Nein, sie liegt gerade nicht drinne, aber da liegt sie immer drinne und es mag sie total, sich da einzumurmeln. Und jetzt nochmal von der anderen Seite der Blick, so sieht es hier aus dem Wohnzimmer im Prinzip aus. Genau, und dann kommen wir hier eigentlich schon in unser Wohnbereich. Genau, so sieht unser Wohnzimmer aus. Hier sollen noch große Bilder hin von den Jungs in so einem Plexiglas, aber das dauert, bis wir das alles jetzt dann noch machen. Wir brauchen da ein gescheites Shooting, dass da schöne Bilder eben entstehen. Also, die Couch, die ist von XXL Mann Mobilia. Wenn ich sie finde, werde ich sie verlinken. Die Farbe haben wir uns eben da selber ausgesucht. Die war so nicht ausgestellt. Es war immer unser Wunsch, da eine schöne, große Couch zu haben. Diese ganzen Elemente, die kann man ein Stück nach vorne machen, dass man schön gerade in Ruhe sitzen kann. Oder auch hier ist so ein Bettkasten praktisch, was man hochmachen kann. Da sind einige weitere Decken drin. Dann diese kleinen Kissen. Diese hier, die waren bei der Couch mit dabei und alle anderen Kissen, genauso wie die Decke, die da oben liegt, ist von Job. Genau. Dann haben wir hier unsere kleinen Tische. Wow, die haben mir wirklich Kopfschmerzen bereitet. Ich wollte schon sehr, sehr lange einfach einen schönen runden Tisch haben. Gerade wenn man hier so eine U-Couch hat, dass man sich nicht bei einem eckigen Tisch da so reinquetschen muss, finde ich einfach etwas Rundes. Ja, in dem Fall idealer. Und ich finde diese Tische, die so ineinander gehen, richtig, richtig schön. Die kann man eben reinschieben, wenn man möchte. Oder den kleinen Tisch auch für was anderes benutzen. Ich habe es eigentlich immer so. Das ist schon eher so eine Art Deko-Element, sage ich mal. Ist schon eher eine Art Deko-Element. Diesen Tisch habe ich bei Amazon gefunden. Ich muss allerdings sagen, das hier, die Platte obendrauf, das habe ich selber foliert. Da war eine weiße Platte drauf mit einer Marmor-Optik. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne meine Vlogs vorbei. Da habe ich ein DIY gemacht und habe das alles foliert, weil es sah wirklich nicht schön aus. Und jetzt gefällt mir das sehr, sehr gut. Und ja, einfach ganz schöne Folien bestellt. Die kann ich euch auch verlinken. Die habe ich über Amazon bestellt. Und dann haben wir hier eine Taschentücherbox. Die ist, wie man sehen kann, einmal komplett verspiegelt. Auch die ist von Amazon.
Ja, dann haben wir hier noch unsere kleine Rutsche. Der Lias rutscht sehr, sehr gerne. Klar, wenn draußen alles mal fertig ist oder wenn es jetzt wärmer wird, kommt sie nach draußen. Aber solange steht die jetzt noch hier. Die Gardinen und also die Vorhänge und die Gardinen sind beide von XXL Mannmobilia, beziehungsweise die sind eben von Joop. Und die Gardinenstangen sind, glaube ich, auch von Amazon gewesen. Die hat meine Schwester bestellt. Ich weiß es gar nicht, ich muss sie fragen. Und hier haben wir wieder eine Bling-Bling-Lampe. Also bei mir sind alle Lampen irgendwie mit diesen Steinchen praktisch drin. Hier kann man es ein bisschen besser erkennen als die in der Küche. Und die sind auch vom XXL Mannmobilia gewesen. Genau, und ich stelle mich jetzt mal hier in diese Ecke, dass ihr mal die andere Seite betrachten könnt. So sieht unsere Wohnwand aus. Also wir haben hier einmal eine Wand, die ist eben, ja klar, als zum Stützen da. Dann habe ich hier dieses Regal, das ist auch über Amazon, habe ich das Ganze bestellt. Und auch da habe ich alles foliert. Ich wollte unbedingt ein schönes, offenes Regal haben. Ich habe etwas gesucht, was dann praktisch von den Stäben her passt es eben hier zu diesem kleinen Tisch oder auch zu den Stuhlbeinen sozusagen. Und ja, das Ganze gab es aber nur mit braunen Brettern. Also habe ich einfach mal wieder meine Folie rausgekramt und alles foliert. Und somit habe ich ein wunderschönes Regal, was super hier reinpasst. Wie gesagt, die schwarzen Stäbe passt zu vielen Sachen einfach hier unten. Und dann eben die Folie findet sich da wieder. Ja, das spricht mich persönlich auf jeden Fall total an. Ja, und dann habe ich hier so ein paar Deko-Elemente. Das ist noch nicht fertig. Da sollen noch mal ein paar Bilder mehr hinkommen. Aber ich sage euch gerne, woher die Sachen sind. Und zwar diese zwei Bilderrahmen habe ich vom Action. Diese Engelsflügel, die kann man hinstellen, wie man es im Prinzip haben möchte. Die hatte ich bei Woolworth gefunden. Dann diese schöne große Kerze, die war mal vom Action gewesen. Dann diese Vase und das hier, das ist bei der Poco Domäne. Dann diese zwei Sachen habe ich bei Shein online bestellt. Genau, das ist eben auch hier, das ist aus Glas und da auch in so einer Marmoroptik. Dann diese zwei Lichter, die können nämlich, die haben auch so eine... Sieht angemacht sehr, sehr schön aus, vor allen Dingen dann halt eben abends. Bei XXL Mannmobilia. Und das untere, ich glaube, das hatte ich auch mal bei Mannmobilia. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann auch vom Tick oder sowas gewesen sein. Oder Teddy, ich bin mir wirklich da gerade nicht sicher. Ja, nebendran unser Riesenfernseher, das ist echt ein Monstrum. Es kommt gerade viel, viel kleiner rüber, als es ist. Also ihr müsst euch vorstellen, diese Wand hier ist 4 Meter. Genau, ich glaube, der Fernseher war, ich weiß schon gar nicht mehr. Der hängt hier an der Wand. Das Ganze kann man nämlich auch nach vorne ziehen, zur Seite, wie auch immer. Genau, wenn wir zum Beispiel jetzt hier im Essbereich sitzen, könnten wir den so zu uns schwenken. Genau, dann habe ich diese zwei wunderschönen, oh, die sind so, so, so hübsch, die habe ich mal beim Kick gefunden, die sind auch so, so toll und die passen halt eben perfekt zu den ganzen Lampen, die ich hier eben habe. Dann hier unser Fernsehboard, ja, werde ich euch auch in die Infobox verlinken, es war aber wirklich anstrengend, das wirklich gerade hinzubekommen, weil das sind nämlich zwei verschiedene Teile und die lassen sich einfach hier so... Moment, ich zeige es euch mal. Wir haben jetzt hier halt eine Kindersicherung drin, aber so sieht es hier drin aus. Hier ist nur wirklich alles voller Kabel. Und da ist eine Kindersicherung, das heißt, wenn der Lias da dran geht und zieht, mehr geht nicht. Und er kann auch nicht wieder reindrücken, das ist dann, bleibt dann einfach so offen. Eine richtig gute Kindersicherung gibt es beim DM. Ja, und dann haben wir hier an der Seite noch so eine schöne Stehlampe. Auch da ist es wieder von den Beinen her, dass es eben alles so ein bisschen zueinander passt. Die hatte ich bei Wayfair gefunden. Wunderschön, ich liebe die. Gerade wenn die an ist, gerade kommt sie ein bisschen bläulich rüber, aber es ist wirklich ein schönes Grau. Gerade wenn die abends an ist, I like it. Ja, so sieht es aus. Ach so, das Board übrigens. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, ob ich das bei Amazon oder auch bei Wayfair bestellt hatte. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube bei Amazon. Aber den Link findet ihr ja. Und diesen riesengroßen Teppich. Der Teppich ist tatsächlich 3 Meter lang. Der hat da hinten noch ein bisschen Platz. Und hier vorne, wie gesagt, der Bereich von hier bis dort hinten sind 4 Meter. Den habe ich übrigens auch bei Wayfair gefunden. Jetzt zeige ich euch einfach nochmal einen ganz, ganz kurzen Eindruck, wie das hier außen aussieht. Wir haben hier nämlich solche Schiebetüren.
können wir so aufziehen. Also wir müssen nichts irgendwie ein- und ausklappen. Und hier ist im Prinzip unser Bereich, unser Außenbereich. Den werde ich euch zeigen, wenn das Ganze dann fertig ist. Ja, hier jetzt nochmal von der hintersten Ecke. So sieht es aus, wenn man nach vorne schaut. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich liebe diesen Bereich hier. Ja, das war's auch schon gewesen. Das ist unser Erdgeschoss sozusagen, unser Wohnbereich, Essbereich, Küchenbereich, Spielbereich. Ja, ich bin sehr zufrieden, so wie es ist. Also klar, so ein paar Deko-Sachen sind noch nicht perfekt oder die Bilder an den Wänden fehlen noch. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr, sehr verliebt. Ich habe heute auch gerade zu meinem Mann gesagt, als ich den Tisch geputzt habe, ich würde es genauso alles wieder bestellen. Ich liebe es einfach genauso, wie es ist. Und wir fühlen uns hier auf jeden Fall sehr, 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 sehr wohl. Und ja, wenn euch irgendwie was davon gefallen hat, ihr werdet, wie gesagt, alles in der Infobox finden, so gut es geht. Ich habe jetzt natürlich auch so ein paar ältere Sachen, wie jetzt, also jetzt hier zum Beispiel unsere Abzugshaube, die habe ich euch gar nicht richtig gezeigt. Eine richtig schöne Abzugshaube, die auch hier überall mit Lichtern ausgestattet ist, genauso auf der anderen Seite. Da. Da habe ich auch so ein paar Deko-Elemente drauf, aber das sind Sachen, die wirklich schon ein bisschen älter sind. Und die hatte ich zum Beispiel, diese Ananas, hatte ich bei Nanunana mal gefunden. Ja, ihr Lieben, das war's. Das war meine Roomtour vom Erdgeschoss. Es wird auf jeden Fall ganz, ganz zeitnah auch noch welche vom ersten und vom zweiten Stock geben. Wobei, im ersten Stock ist ja mein Ankleidezimmer, Schminkzimmer und so weiter. Das habt ihr oder werde ich euch in die Infobox verlinken. Das habe ich euch nämlich schon abgedreht. Und es gibt auch schon eine Roomtour von Lia seinem wunderschönen Kinderzimmer. Auch das werde ich euch mal in die Infobox verlinken. Genau, ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wenn ich euch irgendwie ein bisschen inspirieren konnte, freut mich das sehr. Und wie gesagt, alles andere ist in der Infobox verlinkt. Ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben, wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Also macht's gut. Tschüss!